Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich gerade gewundert, weil das Ausrufezeichen hier so nach rechts gewandert ist und normalerweise stehen die immer still, aber es ist ja durchaus so, dass unsere kleinen Bärchen sich ab und zu mal hin und her bewegen. Der hat nichts, dann gehen wir mal hier runter. Hast du in letzter Zeit hübsche Muscheln gefunden? Ich habe eine Pechsträhne und finde nur noch Muschelstücke, aber keine ganzen Muscheln. Wenn du ganze Muscheln findest, gebe ich dir dafür etwas Tolles. Mal wieder gewöhnliche. Und wenn ich gewöhnliche haben will, dann sind es meistens außergewöhnliche. Wo rennt der denn rum? Also ihm ist schon klar, dass der gerade vor mir geflüchtet ist, aber so weit weg. Eine legendäre Muschel. Ich habe mich gerade gewundert und überlegt, ob ich die vielleicht noch gar nicht habe. Aber doch. Guck mal, wir haben schon eine normale gefunden. Eine. Ja, okay. Mit denen dauert es dann wieder, bis ich die beisammen habe. Aber wir hatten diese Quest ja auch schon mal. Von dem her nicht so wild. Da ist schon die zweite. Ich habe es in der letzten Nacht mit dem Krog übertrieben. Ich brauche etwas, um in die Gänge zu kommen. Ein Käfsche. Ah, viel besser. Danke dir, Seeratte. Bitte, bitte. Wir bekommen ein Geisterholz. Und das vierte Herzchen ist auch schon fast voll. Da kam aber jetzt nicht viel dazu, oder? Oder gar nichts, weil es eine Random Quest war. Einen Kompasstisch. Wir müssen mal wieder Sachen angucken, was wir bekommen haben. Und der hier, den kann ich ja nur... Das ist wieder so ein unverkäuflicher. Ich habe ein paar unverkäufliche Sachen. Wo nichts dran steht. Auch keine Sammel-Items. Und da weiß ich noch nicht so recht, für was die sind. Die gammeln halt einfach im Bankfach herum. Das war aber auch eine. Keine ganz stinknormale. Ich hätte gerne einfach nur ganz stinknormale. Das ist nämlich mal wieder ein Morgen zum Fürchten, rechte Hand. Sei doch so gut und bring mir mal einen Kaffee. In der Nähe eines Silos. Okay, da müssen wir erstmal in den Süden. Post. Ute hat nichts und sie hat nur irgendwas zum Reden. Leider konnte ich beim Durchblättern dieser Bücher keine Antworten finden. Es ist eher umgekehrt. Je mehr ich lese, desto mehr Fragen habe ich. Apropos Fragen. Ich bin etwas neugierig. Was hast du mit dem ganzen Geisterholz gemacht, das ich dir gegeben habe? Ich verfeuere es. Ich nutze es, um Wärme auf der Insel zu verbreiten. Möchtest du das wirklich wissen? Ich nehme mal das mittlere, das oben ist so... Weg damit. Wärme auf der Insel verbreiten? Was für eine kuriose Idee, es sei denn... Ah, das Lagerfeuer. Schließlich findet das meiste Holz ein feuriges Ende. Die Geschichte geht ein ganz kleines bisschen weiter. Was auch immer sie zu bedeuten hat. Ich gucke gerade, nein, ich habe keine Süßkartoffel parat. Da unten gibt es auch nichts. Dann holen wir hier mal unser Geisterholz. Ein Geisterholz. Und Kaffee. Dann nehmen wir auch mal hier was mit. Das Salz. Ja, komm, da nehmen wir auch was mit. Und davon haben wir eigentlich genug. Brauchen wir keins kaufen. Eigentlich sollte ich immer gucken, ob ich diese Blümchen schon habe. Die habe ich. Die weiß ich gar nicht. Schon allein fürs Sammelalbum. Die habe ich noch nicht. Geisterwild? Drei Geisterwildessenzen?
Und die habe ich nicht. Eigenartig. Aber das ist nur Deko, ne? Blühender Buschlampe, natürliche Deko. Das ist kein... Warte, warte, das steht ja mal dran. Stimmt, das ist nur Deko, das sind keine... Das sind die Dekoblümchen. Also diese drei sind nur... Ernteblümchen. Na, lassen wir es mal. Was ist das? Gemütliche Bank, eine Parkbank. Okay, okay, okay. Nein, das reicht mir erstmal. Sieh an, du hast fast so viele Abzeichen, wie ich gegen Ende meiner Geistfinderkarriere mein eigen nennen könnte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du in der gleichen Sackgasse landen wirst wie ich. Es ist unmöglich, mehr als 55 Abzeichen von diesen Geistern zu erhalten. Da bin ich mir sicher. Oh, ich glaube, ich habe bestimmt schon wesentlich mehr. Sammle 55 Abzeichen. 55 Abzeichen? Trotz meiner ganzen freiwilligen Arbeit für die Gemeinschaft habe ich nie so viele verdient. Wie hast du das nur geschafft, ohne einen einzigen Geist zu erlösen? Naja, ich bin halt einfach fleißig. Was meinst du mit erlösen? Hast du nicht das Kleingedruckte im Leitfaden gelesen? Sobald du die Probleme eines Geistes endgültig gelöst hast, ist er von seiner geisterhaften Existenz befreit und kann die Insel verlassen. Wie du sicher schon gemerkt hast, wollen die Geister einfach nur reden. Ja, aber ich glaube nicht nur reden. Sie hoffen auch, dass es was bewirkt. Beziehungsweise sie sind jetzt, einige sind jetzt schon auf sehr, Erkenntnisse gekommen, mit denen sie nicht gerechnet haben. Also von dem her so ganz nutzlos ist es nicht. Sie haben viel zu erzählen, geben aber kaum Hinweise, wie sich ihre Probleme lösen lassen. Ach, ich war so frustriert. Es dauerte viel zu lange, ein Abzeichen zu verdienen. Und was hast du dagegen unternommen? Nicht so lange, wie deine Erzählung sich entzieht. Nein, das ist gemein. Was hast du dagegen unternommen? Naja, mir fällt auf, dass Geister extrem beeinflussbar sind. Die Realität scheint sich um sie herum zu krümmen, wenn ihre Erinnerungen kommen und gehen. Mir fiel auf, dass diese Erinnerungen die Geister festhalten. Aber anstatt sie diese Erinnerungen immer wieder durchleben zu lassen, wie wäre es, wenn wir ihnen einfach zu einem glücklichen Ende verhelfen würden? Ah! Das wäre vielleicht gar nicht, wenn sie es eh schon vergessen haben, dass wir gar nicht im Alten wühlen, sondern sie einfach dadurch erlösen, dass wir eben genau diese alte Verstrickung, an der sie dauernd knobeln, uninteressant machen. Indem wir einfach irgendwas bewirken, dass sie ein gutes Ending haben und dadurch, durch dieses gute Ende, denken sie nicht mehr über das nach, indem sie gerade so hocken und was ihnen gar nicht gefällt. Die Bürgermeisterin zum Beispiel, die muss nicht mehr daran erinnert werden, wie tief Cozy Grove während ihrer Amtszeit gesunken war. Stattdessen erfand ich eine Geschichte. Ich erzählte ihr, dass sie die Stadt vor dem Bankrott gerettet und absolut perfekt gemacht hatte. Puff, sie war gerettet und ich erhielt mein erstes Geistbefreier-Abzeichen. Ah, nicht mehr Sucher, sondern Befreier. Lee Dennings, ich habe seine vermüllte Farm unter den Teppich gekehrt und puff. Ja, aber es hat ja nichts geholfen, sonst würden sie ja nicht schon wieder dastehen und Sorgen haben. Die Geister bekamen ihr glückliches Ende und ich konnte den Fall abschließen. Der Rang meines Geistbefreier-Abzeichens stieg stetig. Natürlich hat das nicht bei allen funktioniert. Ich erinnere mich, dass Octavia ziemlich geflucht hat, als ich andeutete, dass ich ein Wunderheilmittel für ihre Beine finden könnte. Vielleicht will sie das gar nicht. Vielleicht fühlt sie sich eigentlich ganz wohl in ihrer Rolle. Aber die meisten Geister verschwanden von der Insel. Ihr Werk war getan. Ich bin tatsächlich gespannt, was passiert, wenn alle ihre Herzchen voll haben. Ich bekam kaum mit, dass auch das Leben hier auf unserer Insel zu verblassen begann. Oh, das war ein recht langer Schluck, nicht wahr? Tut mir leid, wenn ich mich etwas im Geschichtenerzählen verloren habe. Ich hänge in letzter Zeit oft Erinnerungen nach. Gib mir ein wenig Zeit, meine Gedanken zu sammeln. Endlich mal wieder ein längerer Storypart. Das würde ich mir eigentlich ein bisschen mehr wünschen. Und nicht nur immer so ein paar kleine Sächelchen, die dann... Ja, okay. Aber die vielen kleinen, man sagt ja, Kleinvieh macht auch Mist. Die vielen kleinen Sächelchen tragen natürlich auch dazu bei,
das nach und nach. Oh, wollen die Haie alle hier mein Nussmehl haben? Dass sich so nach und nach ein großes Ganzes bildet. Okay, jetzt gucken wir hier beim Silo mal nach dem Kaffee. Vielleicht liegt er auch offen herum. Manchmal steht hinter etwas und dann ist es doch gar nicht so furchtbar versteckt. Beim Silo stand er doch, oder? Vielleicht weiter unten. Oh Mann, hier bleibt bald immer hängen. Da war es was anderes. Wobei, wir müssen gucken, weil, warte, jetzt gucke ich. In der Nähe eines Silos hinter etwas. Okay. Da ist ja noch eins. Okay, dann kann das auch hier irgendwo sein. Manchmal ist auch oben jetzt bei unserer Sonnenblume etwas, was es hier unten gibt, weil das ja auch so Gartenzeug ist. Deswegen muss man dann auch mal da oben gucken. Da könnte ja zum Beispiel auch ein Wasserturm oder ein Silo herumstehen. Eigentlich wäre die Wahrscheinlichkeit doch eher hier. Na egal, wir gucken mal weiter. Ah, da oben an dem Silo habe ich, glaube ich, noch nicht so sauber geguckt. Boah, das ganze Geraffel hier. Tausend Eimer und Zeug. Naja, wir gucken mal weiter. Vielleicht stolpern wir dann eh drüber. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Schlaf ist für die Schwachen. Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich dieses Wort wichtig. Wichtige sind nicht nur unser Kundenstamm, sie sind unsere Marke. Wir müssen ihr Ansehen verändern. Also wichtig eigentlich. Oder sowas. Du musst ein paar Kleidungsproben von den Wichten der Region ausleihen. Kleidungsproben, ein Rübenwichthut und ein Schädelwichthut. Sie müssen verfolgt werden und es muss ihnen abgejagt werden. Ach, ich hätte doch die Muscheln verkaufen können. Ja, wir können ja eine kleine Abzweigung. Ah, guck mal, da haben wir schon einen. Abzweigung zum voll verschanzt hier. Nummer 1. Sehr schön. Ich gebe erst runter. Sie hat etwas zu erzählen. Heute sind sie wieder sehr redselig. Ist es immer so am Sonntag? Kann es sein, dass es immer am Sonntag? Aber noch nicht so drauf geachtet. Letztens habe ich mit einem meiner Stammkunden geplaudert und etwas höchst Spannendes gehört. Kuma Watanabe, eine der renommiertesten Restaurantkritiker überhaupt, war vor kurzem in Cozy Grove. Sie hält sich recht bedeckt, sogar für einen Geist, aber ich glaube, dass ich sie bei meiner großen Neueröffnung gesehen habe. Sie hat ein paar kleine Bissen gekostet und sie wieder ausgespuckt. So als wäre sie auf einer Weinprobe. Ich hatte keinen Schimmer, dass Gourmet-Kritiker so essen. Faszinierend, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten, ihre Kritik zu lesen. Die Geschichte geht weiter. Und gleich schläft sie wieder. Ich verkaufe mal gerade die Muscheln. Na komm, nur nicht die falschen, ne? Jetzt ärgere ich mich. Wir haben bis jetzt zwei normale, 2 von 5. Das wäre einmal diese zwei. Die anderen sind alle special. So, bitte sehr. Dann gucken wir mal da hoch. Ah, ich muss unten noch das Erz abkloppen. Wenn es überhaupt geht. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich das gestern vergessen hatte.
Und erst abends ist es mir aufgefallen. Das heißt, das ist wahrscheinlich bei diesem Erz jetzt noch kein Respawn. Außerdem steht sie davor. Auch noch dazu. Na, okay, dann gucken wir da später mal. Ich glaube, das steht hier immer. Da, wo sie gerade davor steht. Und dann sieht man es eh nicht. Oder hier? Nö. Hier irgendwo. Nee, sie steht direkt davor, glaube ich. Na, dann kommen wir später mal vorbei. Ihn hier nicht vergessen? Er hat eh so selten was zu sagen. Bist du bereit, mehr über das alte Kaiserreich der Bären zu erfahren? Aber immer doch. Wir müssen noch mehr alte Symbole sammeln, die auf der ganzen Insel verteilt sind. Sobald ich die habe, kann ich dir mehr über die Geschichte dieser Insel erzählen. Komm erst wieder, wenn du sie hast. Und denk dran, die überwachen dich auf Schritt und Tritt mit Satelliten. 2 Stück durch Wichte. Da ist zum Beispiel einer. Hier geblieben. Oh, da habe ich gestern noch Sachen nicht mitgenommen, sehe ich gerade. Da. War bestimmt irgendwo dahinter versteckt. Als ich wieder eingeloggt habe. Dann nehmen wir sie doch gleich mal mit. Gucken, wie viele reinpassen. Mh, der leckere Kuchen. Und schon ist das Gepäck voll. Na? Weißt du was? Ich habe mein Werkzeug schon wieder verlegt. Ach, wer hätte es gedacht. Für das Wohnmobil. Und auch ein Wicht. Lauter Wichte. Dann hat's einer stibitzelt und es ist nicht verlegt worden. Sie hat nichts. Jetzt gucken wir mal, ob sie ein Silo hat. Sie hat auch ein Silo. Aber ich habe keinen Platz mehr. Ich muss jetzt Sachen herausschmeißen. Hinausschmeißen. Oh, verkaufst du kann man jetzt gerade nicht. Wir können einmal ein Dingselbumsel füttern. Oh. Und wir können die Geisterhölzer verteilen. Hier ist ein Holz für dich. Köstlich. Noch 4 Stück Holz, dann bin ich voll. Ich spüre ein Geisterholz in deiner Tasche. Oh ja. Oh, wenn wir das Glück haben, schaffen wir vielleicht heute sogar, wenn wir noch irgendwo ein Geisterholz kriegen, mehr. Noch 3 Stück Holz, dann bin ich voll. Es gibt noch 1 in meiner Tasche. Hier ist ein Holz für dich. Lecker. Noch 2 Stück Holz. Ich spüre, dass jemand ein Geisterholz hat, das er dir gerne geben würde. Nur 1. Doch, ach, das wissen wir gar nicht, weil, kann sein, dass er das noch nicht so... Ja, komm, wir packen mal hier rein. Nehmen wir das. Das kann weg. 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 Und das. Das. Und dann sieht es hier doch schon ganz anders aus. Okay, dann hüpfen wir mal wieder hoch und holen noch das Erz, bevor ich das wieder vergesse. Mir ist nämlich gestern noch was aufgefallen. Ich verbrutzel nämlich immer die großen Erzbrocken und ich weiß gar nicht, ob man die auch mal wenigstens einmal in die Sammlung geben muss. Da muss ich mal schauen. Denn da sind nämlich nur die kleinen Erzbrocken. Und es fehlt dort auch noch ein bisschen was. Ich habe auch bei manchen Sachen, ich weiß gar nicht, das steht auch nicht dran. Muss ich gerade mal schauen, wenn da jetzt ein großer raushüpft. Ich habe nämlich gestern einen richtig großen bekommen. Hier, da steht nämlich nicht dran, dass es in die Sammlung gehört. Aber in der Sammlung sind bis jetzt nur 2 kleine Geister, Steinbrocken oder Erzbrocken. Und deswegen habe ich mir überlegt, ob die vielleicht auch noch in die Sammlung gehören. Wir können ja dann mal unten vorbei hüpfen und gucken, ob er was davon brauchen kann. Ja, natürlich ein bisschen schade, weil wir brauchen das ja. Aber es steht halt echt nichts dran, gell? Guck mal hier. Steht nicht dran, dass es ein Sammelitem ist. So, jetzt wollten wir unseren Kaffee hier noch suchen beim Silo, ne? Vielleicht bei diesem Silo. Oder sie steht davor. Und das nicht. Nischte, nischt. Vielleicht hier. Da. Nein, oh, aber da oben ist ein Wichtel.
Am Strand ist immer echt praktisch, wenn die dann in so eine Nische laufen. Da hat man sie sofort. Hat sie sonst noch auch ein Silo hier stehen? Halt, war da was? Nee, das war nur so ein kleines Fass. Ja, da unten, guck mal, hier ist auch noch eins. Boah, da sind ja heute richtig viele aufgestellt von diesen Silos. Aber immer noch nichts dahinter. Oh, aber hier ist was zum Buddeln. Gut versteckt. Das hätte ich jetzt bestimmt so nicht gefunden. Das ist eine Nuss drin. Du hast ja ein Abzeichen verdient. Maulwurfmeister. Ja, sag mal. Kaffee? Also, jetzt ist ein langsamer Ende mit Silos, oder? Gibt es hier noch ein Silo? Ich glaube nicht, dass mein Silo gemeint ist. Normalerweise sind die eigenen Sachen nicht gemeint, sondern die von den Bären. Von den Böhren. Okay, dann gehen wir erstmal die... Nee, ist nichts. Aber ganz hier hinter dem Zaun? Ne. Geben wir mal die Relikte ab. Guck mal, ich habe sie gefunden. Jetzt möchte ich auch eine schöne Geschichte hören. Zwei alte Symbole. Gut gemacht. Diese Artefakte erzählen eine faszinierende Geschichte. Vor 1000 Jahren herrschte ein altes Kaiserreich mit eiserner Faust über diese Insel. Aber irgendetwas ist geschehen. Die kaiserliche Linie ist ausgestorben und der Lauf der Geschichte wurde verändert. Was könnte das gewesen sein? Eine Krankheit? Eine Seuche? Ein Attentat? Klingt alles recht plausibel. Ich stimme für ein Stück Papier geschnitten, Wunde entzündet, die Maus. Ach nein, ich will ihn nicht so verarschen, der ist schon frustriert genug. Ach, das war eine Fangfrage. Berus der Dritte ist nie wirklich gestorben. Berus. Er hat gemeinsam mit seinem Hohepriester danach gestrebt, die Geheimnisse des ewigen Lebens zu ergründen. Gibt's deswegen euch noch? Aber das hatte seinen Preis. Berus hatte den Lauf von Raum und Zeit aus dem Gleichgewicht gebracht. Er zerstörte den Schleier zwischen den Reichen. Die Untoten erwachten und streiften ungehindert durch das Land. Naja, ihr seid aber auch Untote. Oh Gott, wie er zittert. Das ist alles schwer zu glauben. Alles klar, Tram. Kicher. Wahrscheinlich eher so. Wow, ich wusste es. Noch kenne ich nicht alle Zusammenhänge, aber ich stehe kurz davor. Das weiß ich. Und kein Sterbenswörtchen zu den anderen verstanden? Ganz besonders nicht zu dieser Försterin. Nur so unter uns. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie überhaupt am Leben ist. Sie könnte eine von denen sein. Und du? Ist auch sehr geisterhaft aus. Boah, das wäre krass, wenn es denn... Wir unterhalten uns in Bälde eingehend darüber. Behalte bis dahin deine Umgebung im Auge. Man weiß nie, wer einem folgt. Heute sind sie ja echt redselig. Wow, und nochmal ein Geisterholz. Nice, die Geschichte geht weiter. Aber heute hüpfen gar keine Münzen. Die sind von gestern, glaube ich. Ist euch das aufgefallen? Heute hüpfen gar keine Münzen oder hüpfen bei ihm nie Münzen. Oh, da ist noch ein Wicht, der was geklaut hat. Nein, komm hier, komm. Aha, da ist er ja, der Schraubenschlüssel. Aber wo ist unser Kaffee? Wo ist unser Kaffee? Oder steht er davor? Naja, das Silo ist ja weiter drüben. Hinter etwas. Mal heute wieder die Charlotte bemühen. Blöder Kaffee. Wobei normalerweise war der Kaffee immer gut zu finden. Hier stehen halt so viele kleine Behälter herum. 1000 Silos? Ich glaube, wir laufen jetzt nochmal eine Runde Muscheln suchen. Aber hier ist nichts. Hinter jedem Eimer. Nee.
Nüschte, nüscht. Aha, ich hänge. Da, guck mal, lauter Kannen und Pötte und Zeug und kein Kaffee. Haben wir sonst noch irgendwo ein Silo? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Jetzt gucken wir mal bei unserem eigenen, aber ich glaube nicht, dass es gemeint ist. Oder ein bisschen weiter weg. Boah, ärgere mich nicht. Da? Ja, guck mal hier. Hier ist das Erz, was ich gestern verpennt habe zu ernten. Und da ist halt jetzt auch nichts dran. Noch nicht. Das war einfach gestern Abend zu spät. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Es fehlt wahrscheinlich genau für heute ein Geistholz. Aber wir haben ja heute genug Story gehabt. Dann haben wir morgen wieder nur noch ein Stück Holz. Dann bin ich voll. Oh, es gibt sogar heute ein Geistholz. Oh, das wird ja heute eine lange Folge. Ich spüre, dass jemand ein Geistholz hat, das er dir gerne geben würde, wenn du ihm hilfst. Es sei denn, wir finden irgendwas Bestimmtes nicht. Haha, das wäre schade. Jetzt gucken wir mal noch hier hoch. Haben wir jetzt schon eine Süßkartoffel inzwischen? Nein. Post gibt's keine. Und die gute, ja, die will ihren Kaffee haben. Den wir bis jetzt noch nicht gefunden haben. Why ever. Was ich sehr merkwürdig würdig finde. Ich glaube, ich habe sehr gründlich geguckt hinter den Silos. Jetzt gucken wir noch einmal nach Muscheln. Und dann... Oh, da jetzt aber viele Buddellöcher. Müslein. Aber ich bin gespannt. Es gibt ja kein Stück Erde, was dazukommen kann. Beziehungsweise es könnte natürlich ein NPC dazukommen. Wir haben hier noch Waldstücke. Aber ich glaube, gewisse Waldstücke sind einfach immer da, damit man auch hier diese ganzen Laubhaufen, also das quasi Spawnplätze für Laubhaufen und so noch sind und für diese Artefakte, die man da so suchen kann und so. Ja, da hinten, der sieht doch verdächtig aus. Ja, okay. Haben wir das auch? Mal noch nach Muscheln. Ich habe gestern mal wieder geangelt, in der Hoffnung, dass es vielleicht inzwischen auch andere Fische gibt, aber es war nichts Neues dabei. Guck ich mal hier. Ich habe nichts, was ich spenden könnte. Nö, also, weil hier, wenn man jetzt mal hier guckt, hier fehlt noch ein bisschen was. Und die Kleinen hat er auch hier eingelesen. Da, die da. Und einmal hier, Silberklein, aber die anderen Größen will er wohl gar nicht haben. Soll mir recht sein irgendwie. Aber irgendwie wollte ich das mal testen. Ob es vielleicht doch so ist und noch nicht angezeigt ist am Tooltip. Oh, noch keine Muscheln. Keine Muscheln. Also der Respawn der Muscheln ist schon so ein bisschen... Na, da ist eine. Aber die könnten wir auch vorhin vergessen haben. Und es ist keine von denen, die ich brauche. Wir gucken gleich nochmal vorbei. Dann gehen wir mal hier die anderen Sachen ab. Er hat ja kein Silo hier stehen. Wieso auch? Ja, das kann ich vermarkten. Deine Provision für geleistete Dienste wird dir schon bald per Post zugestellt. Was? Brauchst du ein Dankeschön für den Abschluss jeder Phase unseres Plans? Na gut, gute Arbeit. Du bist die Familie, die ich nie hatte. Bin stolz auf dich. Die Jugend von heute. Vollkommen verweichlicht. Ich erhalte morgen einen Brief. Da, guck mal, unser heißt Geisterholz. So, haha, damit es weitergeht. Und bei ihm geht's auch weiter. Er hat zwei Herzchen voll. Oh, bei ihm hüpfen wenigstens mal ein paar Münzen heraus. Okay,
denn noch das Wohnmobil? Das fehlt eigentlich nur noch das Käffchen. Aber der Kaffee hat ja keine Story. Von dem her kann ich das mal so einfach machen. Und auch die Muscheln haben keine Story. Da verpasst ihr nichts. Das heißt, dann mache ich jetzt in der Story weiter. Und die anderen Sachen, die random Sachen, die mache ich einfach. So. Zwiebelchen. Du hast sie gefunden. Vermutlich kriege ich die alte Dame nicht mehr repariert. Ja doch. Wenn du so viel dran rumschraubst, dann vielleicht irgendwann doch. So. Packen wir mal hier. Mal wieder alles mögliche ins Bankfach und dann geben wir unser Geisterholz ab und dann bin ich sehr gespannt, was passieren wird. Das hier ist auch so eins, was ich glaube ich ganz gerne mal übersehe zwischendurch. Die so fies versteckt sind. Ja, Muscheln und Kaffee. Wahrscheinlich habt ihr den Kaffee schon die ganze Zeit gesehen und denkt euch, warum sieht sie es denn nicht? Das ist doch so offensichtlich. Ah, das Übliche halt. Gegenstände ins Lager legen. Das da. Müsli legen wir auch mal rein, auch wenn wir die nachher brauchen. Das sind die zwei Muscheln. Die ist ungewöhnlich, die kann ich verkaufen. Und dann können wir hier noch ein bisschen Erz verbrutzeln. Oh, den Fisch kann ich doch auch verbrutzeln. Auch kein so ein Special Fisch. Oh. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Und mich. Das Feuer hüpft auch schon ganz irre. Gib's mir doch endlich, gib's mir. Ich will's doch jetzt endlich haben. Na gut, du kriegst dein Geisterholz. Hier ist dein Holz für dich. Fast geschafft. Mein Licht reicht jetzt schon fast bis zum letzten Winkel der Insel. Eigentlich dachte ich, es reicht schon überall hin, denn wir haben kein Land mehr gesehen, das auftauchen kann. Aber das heißt natürlich nicht, dass noch mindestens zwei NPCs. Es gibt noch zwei, drei Waldstücke, wo niemand steht. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal überall alles voll ist oder ob es immer Waldstücke geben wird. Das werden wir schon sehen. Oh. Oh weh. Oh Gott, was ist passiert? Die nächste Seele wird eine Art Test. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Los, finde den Geist. Höre ihm zu. Und wieder ist er ganz klein. Das Feuer brennt heller. Du hast jetzt Geistfinderrang 14. Gucken wir mal, was wir da haben. Maulwurfshügelmeister 5000. Wow, sehr schön. Und, jo, das war's. Dann schauen wir doch mal, wo müssen wir denn hin? Irgendwo dahinter? Ich buddel noch ein bisschen. Guck noch nach Kaffee auf dem Weg dahin. Kaffee! Na egal. Also da hinten irgendwo. Ja, da war ja auch ein Waldstück. Unser Wolf bekommt Nachbarschaft. Oh, der sieht aber sehr waldig aus. Ted Sapson. Mitglied der Geistfinder. Ja, das bin ich.
Das ist nett. Ich mag Steine. Bitte bring mir einen. Oh, ein brauner Stein. In der Nähe einer riesigen Muschel. Am Strand also. Gucken wir mal. Da ist nämlich einer schon ganz lange. Beziehungsweise, oh, wenn ich mir mal so nachdenke, ich glaube, ist das nicht diese Muschel, wo ich mal dachte, die war doch nicht schon immer da, die ist doch irgendwie dann später mal dazugekommen. Diese hier. Da ist auch der Stein. Ein brauner Stein. Und gleich nochmal quer rüber. Sollen wir nochmal nach Muscheln gucken jetzt? Die eine war ja schon gespawnt. Da, guckt mal, da ist noch eine. Das ist sogar eine gewöhnliche. Das war keine gewöhnliche. Schade, schade. Bringen wir mal ein bisschen schneller durch die Pampa. Wobei bei dem Schnellspringen, dann tut man auch ganz gerne mal einiges übersehen. Ist dann immer das Blöde dran. Vor allem in diesen Bereichen, die eben so weiß sind. Auch keine. Ich will keine Special-Muscheln. Klar, für die kriege ich mehr Gold, aber... Im Moment. So, dann brauche ich jetzt, glaube ich, nur noch eine. Ich gucke noch mal kurz nach dem Kaffee, aber eigentlich möchte ich hier bei ihr. Ich glaube, bei ihr kann man auch. Bei ihm kann man auch verkaufen, ne? Ach ja, wir haben ein neues Land dazu. Das sind die ganzen Ranken wieder da. Stimmt. Da kriegt man ja dann immer so eine bisschen Aktualisierung. Da ist nichts, ne? Kann man hier verkaufen, ja. Diese ungewöhnliche Muschel, diese seltene Muschel, diese seltene Muschel. Und die ist gewöhnlich. Die verkaufen wir nicht. Gehen wir nochmal nach vorne. Alles verkaufen. So, und dann gucken wir mal weiter. Ja, das ist ein hübscher Stein. Man sieht sich. Du hast eine Erinnerung von Ted Sampson entdeckt. Und noch ein Geisterholz. Die Geschichte geht weiter. Boah, das Herzle gleich halb voll war das schon immer so am Anfang. Also er ist ein Steinbär. Und hier ist ein Steinbruch. Und Kristalle und so. Okay. Und ah ja, hier wird ein... ein wichtiges Hollywood-Bild gestaltet. Aha. Okay, bis jetzt wissen wir noch nicht so ganz, wie mysteriös er ist. Er wollte eben ein Stein. Ist der steinig? Kann ich mit den Kristallen was machen? Nö. Und es ist auch nicht irgendwie ein Erz dazu gekommen, oder? Nö. Auch nicht. Also es könnte tatsächlich, wenn jetzt die Insel nicht größer wird... Dann sind vielleicht doch irgendwann mal diese ganzen Wäldchen, wo nichts drin ist. Auch voll mit Bären-NPCs. Und hier oben zum Beispiel ist ja noch so ein Wäldchen, da würde hier noch was hinpassen. Und bei dem einen Grundstück, da wäre auch noch Platz. Ah, nein, guckt mal! Wir haben wieder Landmasse hier. Ah, vielleicht einfach, weil diesmal keine Landmasse dazugekommen ist, aber beim nächsten Mal kommt wieder was dazu. Ah, das lässt ja doch hoffen. Ich dachte nämlich, es ist schon irgendwie... Das war es schon irgendwie und wir müssen jetzt nur noch weiter leveln, in Anführungsstrichen. Aber die Insel wird wohl doch noch ein bisschen größer. Und nein, es gab nicht irgendwie ein Patch, der vielleicht etwas erweitert haben könnte. Es gab jetzt schon ein Weilchen keinen Patch mehr. Zumindest keinen regulären. Es gibt ja diese... Man kann ja, wenn man möchte, die Alpha-Patches machen, aber das möchte ich dann doch nicht riskieren, dass da vielleicht irgendwas dann nicht richtig abläuft und ich dann mir irgendwie einen Spielstand kaputt mache. Das wäre nicht so lustig. Dann kriegst du auch schon mal ein Geisterholz. Hier ist ein Holz für mich.
Noch 31 Stück Holz, da bin ich voll. Oh, und ich habe mich schon so gefreut, weil es beim letzten Mal nicht so hoch war. Aber jetzt haben wir wieder viel zu sammeln. 31 Stück Holz. Ich spüre hier für heute keine Geisterhölzer mehr. Wir sollten morgen wiederkommen. Nice, boah, da hatten wir heute echt viel. Dann, da das jetzt hier nur Random Quests sind, werde ich die nicht aufnehmen. Und dann, ja, wir haben heute genug Content gehabt. Danke ich euch fürs Zuschauen und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ich denke mal, jetzt wird es wieder ein bisschen entspannter werden, denn wir haben heute viel erlebt. Und jetzt müssen wir uns erstmal wieder die Zuneigung weiter erarbeiten, denke ich, bevor es wieder ordentlich weitergeht. Ach, ich war zu nah. Mist. Jetzt muss ich es wieder einsammeln. Okay. Bin dann mal weg. Bis morgen.